Projekten um. Und zwar ganz konkret geht es nach Gelsenkirchen. Da wird eine KI in der Stadtverwicklung eingesetzt und die wird Ihnen jetzt vorgestellt von Manfred von Sondern. Er ist der Chief Information Officer und Betriebsleiter der Gelsenkirchener Kommunalen Datenzentrale in Emscher-Lippe. Einen großen Applaus bitte. Danke sehr. Ja, ist die Musik gehört? Ach, die Musik gehört mir noch, okay. Ja, schön, dass ihr alle hier seid. Ich mache so allgemein Duzen, ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Wir kommen aus dem Ruhrgebiet, da ist das so üblich. Ich erzähle euch was über ein Projekt, was wir in Gelsenkirchen derzeit umsetzen, und zwar KI immer in der Stadtverwaltung Gelsenkirchen. Mit wem habt ihr es zu tun? Ich vertrete den technischen Betrieb, das städtische IT-Haus der Stadt Gelsenkirchen. Wir haben eine 1:1-Beziehung, haben 125 Mitarbeitende, und wir betreuen unseren Lieblingskunden Stadt Gelsenkirchen mit ungefähr 3.500 Mitarbeitern in der Kernverwaltung. Insgesamt sind 7.000 mit Grünpflege und so weiter. Damit ihr ungefähr ein Bild habt, wir sind eine Großstadt. Wir haben 270.000 Einwohner und liegen mitten im Ruhrgebiet und damit mitten in dem zweitgrößten Wirtschaftsraum Europas. Ich war mal bei der Wirtschaftsförderung, das habt ihr vielleicht gerade gemerkt. Mach jetzt aber die IT. So, wie das so ist in so einer Stadt, da kommt der Vorstand zu mir, mein Vorstand und sagt: Manfred, wir haben da so eine innovative Firma jetzt im Wissenschaftspark bei uns, die Firma Evocenter. Macht mal die Hände hoch, Evocenter. Da, Evocenter, Hände hoch. Applaus, ja. Geh da mal hin, zu der Zeit war ich noch CDO. Mach mal was mit denen. Die sind cool, die machen irgendwas mit KI und kommen aus dem, ich habe es mir gerade aufgeschrieben, ich habe es schon wieder vergessen, kommen aus dem Bereich IT-Service-Desk. Also was ganz anderes als das, was wir tun. Aber er hat mir gerade noch versichert, vom Prinzip her ist das alles dasselbe. Da hat jemand eine Frage, der will eine Antwort haben. Also lass uns doch mal was zusammen machen. Es ist 2 Jahre her. Man trifft sich, man lotet so ein paar Sachen aus. Und darüber möchte ich heute berichten, wie wir da vorgegangen sind. Wir haben ganz viel über KI gehört, aber wir schlagen ja hart auf in der kommunalen Welt, teilweise, wie wir die Dinge dann letztendlich auf die Straße kriegen. Also, wir haben schöne Termine gemacht, Universitäten waren auch noch dabei, die sind dann mittlerweile abgesprungen und haben dann irgendwann gesagt, lass uns doch mal was ausprobieren gemeinsam, lass uns doch mal das, was gut schon läuft im Bereich IT-Service-Desk, mal in die Kommune reinholen und haben dann gesagt, wir machen jetzt mal eine Machbarkeitsstudie. Jetzt kommt die Firma Evocenter aus einem ganz anderen Bereich und ich hole euch noch mal kurz ab, wie wir Kommunen eigentlich arbeiten. Eigentlich machen wir immer dasselbe. Es gibt ganz viele Gesetze, da steht alles drin, was wir tun müssen. Und da stehen sogar Regeln drin, die wir anwenden müssen. Formulare, alle diese ganzen fürchterlichen Sachen, die wir haben, basieren alle auf gesetzlichen Grundlagen. Da kommt irgendwas rein, da sitzt so ein Typ, der kriegt dann irgendeinen Vorgang rein, es kann ein Antrag sein, irgendein Formular, das kann ein Telefonat sein, irgendwas. Dann prüft der hat jetzt hier so kleine Locken, Gesetzeslocken, der wendet die Gesetze an, und erzeugt einen Bescheid. Das 3i, dreiphasige Informationsmodell, heißt das in der reinen Lehre. So arbeitet Verwaltung. 80% der Kollegen sind im mittleren Dienst. Das sind so Eingruppierungen, so bis E8. Da kommt der Vorgang, der wird bearbeitet, Gesetze geprüft, da geht er wieder raus. If, then, else. Und die ganze Zeit arbeiten wir so. Und das stinkt nach Automatisierung oder duftet nach Automatisierung oder letztendlich dann auch Robotisierung, Anwendung von KI. Und wir haben jetzt gesagt, dann lass uns doch mal diese Firma, lass uns doch mal gemeinsam was machen, die Machbarkeitsstudie. Wir wollten natürlich was Innovatives machen, ist ja ganz klar. Und dahinter steckt natürlich immer zum einen Effizienzsteigerung für den Bürger, für die Einwohnerschaft, aber letztendlich auch Zufriedenheitssteigerung für die Belegschaft oder Bewältigung überhaupt der Themen, die wir so auf dem Zettel haben. Stellen nicht besetzt, Krankheit, wir können die Leute nicht rausschmeißen, die nicht wollen. Wir haben Rahmenbedingungen, die sind nicht optimal, gerade um große Herausforderungen anzunehmen. Also warum nicht automatisieren? Effizienzsteigerung, letztendlich hinten raus Bürgerfreundlichkeit. Von der Couch aus, man kann es nicht mehr hören, von der Couch aus wollen wir die ganzen Dinge erledigen, sogar Ausweise verlängern, was überhaupt nicht geht. Das ging immer rum, von der Couch aus einen Ausweis verlängern. Verwaltung sollte man kennen. Wir können gewisse Dinge von der Couch, aber nicht alles. Also,
Die Machbarkeit im Überblick. Projektstart. Also wir sitzen gerade im Sandkasten. Wir haben also einen Sandkasten gebaut in Gelsenkirchen. Machbarkeitsstudie heißt immer, wir probieren robust. Der Kollege sagte das gestern, der die Emma vorgestellt hat von Evocenta. Man übt erstmal an robusten, kleinen Dingen, die man gut beherrscht. Also Machbarkeitsstudie bis Ende dieses Jahres. Projektstart. Und jetzt wird es kommunal. Wir reden ja letztendlich über die Veränderung von Arbeit mit KI. Es hat mit Technik hinten raus zu tun. Aber 80% vorne reden wir über die Organisation und Neuorganisation von Arbeit. Und ich weiß nicht, wir sind ganz viele ITler. Wie viele Personaler sind denn hier, die sich mit den Themen befassen? Mal kurz die Hände hoch. Ah, hey, check. Immerhin, herzlich willkommen. Die vermisse ich jetzt. Ich vermisse sie doch, denn IT kommt nach Pareto immer hinten dran, 20% hinten. Vorne erstmal, wollen wir eine KI einsetzen? Was erwarten wir von der KI? Und dann kommt das Ding, Technik, setz es bitte um. Also was haben wir gemacht? Weil auch große Sorgen und Ängste bestehen. Hol doch mal den Personalrat rein, die Gleichstellungsstelle, alle die, wenn wir sie nicht früh mitnehmen und später Ärger machen. Aber wir machen es nicht nur deswegen, sondern weil es auch sehr sinnvoll ist, diese Gremien mitzunehmen. Da sitzen auch welche. Hallo, Personalrat. weil es sehr sinnvoll ist, weil gerade diese Gremien oftmals wenig eingebunden werden und die Techies immer schnell mit irgendwas um die Ecke kommen. Also, das könnt ihr euch mal merken, wenn ihr heute noch irgendwas aufnehmen könnt, bindet die Gremien ein und die Öffentlichkeitsarbeit. Macht Termine, holt die ab, nehmt denen die Ängste. Es geht sofort um Arbeitsplätze, Hilfe, Hilfe. Wir sagen nein, wir müssen die Arbeit, die anliegt, überhaupt noch schaffen. Deshalb brauchen wir diese Technologie. Also holt euch diese Gremien sehr schnell rein. Implementierung, sucht euch ein Referat, sucht euch einen Stakeholder, der Bock hat. Ich habe gestern schon gesagt, wenn wir um die Ecke kommen und betreten den Raum, dann steht immer Veränderung bei uns auf dem T-Shirt. Change. Und alle sagen, ha, ja, grundsätzlich super, aber heute nicht. Also sucht euch ein Referat, was tatsächlich ein echtes Problem hat und nicht so Pseudoproblem, sondern echtes. Und mit denen macht ihr das. Denn dann ist der Erfolg relativ sichergestellt. Dann wird natürlich evaluiert, wie man das so macht. Und wenn man dann im Sandkasten was gebaut hat, was funktioniert, dann wird es ausgerollt, bestenfalls. Aber wir sitzen noch im Sandkasten. Ich habe noch 8 Minuten, ich verquatsche mich hier gerade. Also, die Machbarkeitsstudie, ganz klar, erhöhte Erreichbarkeit. Multikanalzugang ist auch so ein Ding. Wir machen einen Kanal nach dem anderen auf, aber keinen zu. Ja, was ist denn mit der Oma die? Ja, die auch, die hat noch einen Termin. Die kann auch noch einen Termin kriegen. Wir machen Kanäle auf wie wild und das kann man ja kaum mehr handeln bei weniger Personal oder unqualifiziertem Personal. Aber der Zugang ist ja wichtig, denn das erwartet die Bürgerschaft draußen, die Einwohnerschaft. Letztendlich dann auch schnellere Bearbeitung und nochmal immer Bürgerzufriedenheit. Das sind nun mal die Typen, die uns mit Geld versorgen, zum einen. Denn auch Ratsmitglieder sind Bürger, nämlich die Vertreter. Und wenn man die gut behandelt, dann geben die einem auch Geld für gewisse Dinge. Also ist es eine gute Idee, vor allem weil nächstes Jahr Kommunalwahl ist, gute Dinge zu machen. Also haben wir uns mit dem Referat 33 nach also Bürgerservice heißen die bei uns, mal hingesetzt. Die haben eine Telefonhotline, da rufen 2000 Leute am Tag an und fragen teilweise nach dem Wetter. Die können ihr Handy bedienen, aber Google anscheinend nicht. Ich will mich jetzt nicht zu sehr darüber lustig machen, aber das ist nun mal so. Die rufen da an und wollen Informationen haben. Was kostet ein Führerschein? Steht alles im Internet, könnten sie eigentlich auch googeln, aber nein, sie rufen an. An- und Ummeldung des Wohnsitzes, Auskunft über Steuer-ID, Meldebescheinigung. Ich muss jetzt nicht vorlesen. Das sind die Pains, die uns das Referat 33 geschildert hat. Übrigens, wir hatten in dem Workshop, in dem wir saßen, muss ich mal sagen, ja, das ist Standard. Die Frage ist Standard oder Ummeldung. Das ist ein Standard und das ist nicht Standard. Wir arbeiten nur nach Standards. Hier landen keine Marsianer und die keine Ausweisdokumente haben. Das ist ganz wichtig. Wir haben uns aber hier darum gekümmert, die Fälle rauszuholen, wo die meisten Häufigkeiten sind. Auch komplizierte Fälle entfolgen dem Standard. Ganz wichtig, denn wir haben ja Gesetze, ne? Habt ihr ja gelernt, in der zweiten Folie. So, ups. Also, was machen wir? Ein kleines Schaubild, links kommt was rein, E-Mails, neu, dann auch Chat, aber Anrufe, die Emma kann Sprache erkennen. Und das ist sehr wichtig. Sprache muss aber transkribiert werden zu Text, dann geht's los, die Emma muss dann erkennen, zu welchen dieser 6 Cases passt es, Steuer, die Führungszeugnis und so weiter.
Wenn die Emma nicht klarkommt, geht es in den normalen Kanal rein, zu dem normalen Sachbearbeiter. Das ist der Plan übrigens, ne? Das ist der Plan. Sandkasten, ne? Ihr erinnert euch. Aber wir werden wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass wir Emma first und Emma 20, 30-fach klonen. Uns ist ja wurscht, haben wir gestern gelernt. 200, 2000 Mal die Emma, die kann ganz viele Anrufe gleichzeitig. Das ist die Idee, die wir jetzt haben. Hinten raus, E-Mail, Sprache, Chat. Also was reingeht, geht hinten wieder raus. Wir wollen mit diesem kleinen, mit dieser Machbarkeitsstudie auch das Thema Mensch und KI in der Zusammenarbeit thematisieren. Das ist das, was ich gerade meinte. Es hat einen riesen Impact auf die Belegschaft. Auf die Einwohnerschaft auch, aber die Belegschaft ist ja wichtig, deshalb die Gremien ganz am Anfang. Die Fragen müssen ja auch beantwortet werden in so einer Machbarkeitsstudie. Welche Wirkung hat das auf die Sorgen, Ängste? Heißt also der Change-Prozess. Wenn man KI einführt für die Sachbearbeiter, den muss man auf dem Zettel haben. Da müsst ihr Ressourcen für einplanen und nicht einfach so ein Ding vor den Latz knallen und sagen, das ist es jetzt. Bestenfalls finden die das alle so geil, dass sie mitmachen. Könnte aber auch sein, dass der eine oder andere Sorgen hat. Ich habe noch 3 Jahre bis zur Rente, ihr kennt diese Typen. Lass mich bloß in Ruhe damit. Das muss gehandelt werden, wenn man KI einführt. Wie funktioniert Emma? Ich will jetzt nicht zu tief reingehen. Evocenter sitzt hier, da vorne haben Sie Ihren Stand. Wenn ihr Emma noch mal hören und sehen wollt, dann geht einfach rüber, noch mal die Hände heben. Also da die beiden hier vorne, die drei, sorry. Sprachverständnis ganz wichtig, empathisches Sprachverständnis und nicht, haben Sie das gesagt, also Ihr Entscheidungsbaum, 8. Sohle und ich komme nicht mehr zurück. Sprachverständnis, meinten Sie das, alles klar, hier kann ich Ihnen helfen, ich verbinde Sie weiter. Kontextanalyse, individuelle Verarbeitung, das sind die Dinge, die die Emma einfach können muss. In dem Sinne, letztendlich dann, wenn alles soweit ist, wird der Prozess ausgeführt. Wichtig natürlich bei der KI ist die Datengrundlage. Wir haben Leica-Kataloge, Dienstleistungskataloge, das ist schon super. Wenn die nichts taugen, wenn die falsch sind, dann kann die Emma natürlich nicht richtig lernen. Also Registermodernisierung, alles sind alles schön und gut. Wenn die Daten Schrott sind, kommen auch schrottige Informationen raus. Da müsst ihr natürlich drauf achten. Und so eine CSV-Datei oder eine, hast mal eine Excel-Tabelle, bloß nicht. Ne? Also Datenbanken mit APIs sind immer gut. Deswegen, da müsst ihr darauf achten, macht die Daten sauber, wenn ihr so ein Projekt einführt, damit so eine KI auch richtig lernen kann. Sie muss natürlich dafür angelegt sein, kontinuierlich zu lernen und von den Use Cases und den Beantwortungen der Mitarbeitenden immer wieder zu lernen. Das ist im Endeffekt nichts Neues. Qualitätssicherung, ganz wichtig. Ihr wisst, die Kommunen, wir können nicht mit 80% richtig irgendwelche Auskünfte geben. Wir müssen 100%. Das ist so. Und deswegen muss die Qualitätssicherung ganz wichtig sein dafür, damit die wirklich auch die KI keinen Quatsch erzählt. Und auch sehr wichtig, nehmt die Bürgerinnen und Bürger mit und nicht nur die Ratsmitglieder, sondern die Bürgerinnen und Bürger, vielleicht über eine Online-Beteiligung, also den Change-Prozess durchaus auch groß ziehen und die Bürger mitbeteiligen, wenn die sagen, okay, das ist cool, da habe ich aber was Komisches gehört, sucht euch Leute raus, die Bock haben mitzumachen, vielleicht auch über eine Online-Beteiligungsplattform, so wie sie in Gelsenkirchen bald an den Start kommt. Haha, ein bisschen Werbung. Also da kann man die Bürgerschaft auch mit einbinden, ob es auch wirklich gut funktioniert. So, ich bin vor der Zeit. Ich denke, ihr freut euch. Wenn ihr mehr wissen wollt, habe ich schon mal gesagt, da vorne ist der Evocenter-Stand, könnt ihr euch noch ein bisschen mit befassen. Und dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Dankeschön, Manfred. Wir bedanken uns für den tollen Vortrag und ich sage es jetzt nochmal, weil wir immer nicht so viel Zeit für Fragen auf der Bühne haben, kann man dich aber bestimmt auch sehr gerne abfangen, falls jemand gleich noch eine Frage an dich hat. Vielen Dank nochmal. Es geht weiter bei uns auf der Bühne und wir bleiben beim Thema Kommunen und wollen jetzt weiter...